YouTube. Euer Chris Kerber, Coolman, also auch Chris Kerber, ihr wisst ja, wie ich heiße. Wisst ihr, wie ich gerade, warum das hinter mir so schnell ist oder so seitlich hier schnell ist? Weil ich habe seit Mittwoch mir auf Amazon ein Hoverboard oder Hoverboard, wie man das ausspricht, gekauft. Ah ne, schade, man sieht es leider nicht so. Aber das kann ich euch ja, wenn ich zu Hause bin, bin gerade unterwegs. Ich fahre gerade nämlich von Action. Wow, Hilfe. Bin gerade vom Action heimgefahren. Beim Action hingefahren. Jetzt fahre ich gerade wieder heim. Das Ding, was ich habe, also das Hoverboard, kann auf Gelände fahren. Das normale ist ja dafür nicht so geeignet. Dann habe ich noch ein Hoverboard. Also ich habe ein Hoverboard, das kann auf Gelände und kann, er hat eine App und kann auch Musik hören. Das heißt, ich kann während dem Hoverboard fahren, kann ich Musik hören. Und das ist auch mega, mega cool. Auch wenn ich den Trick noch nicht so ganz raus habe, wie man langsamer wird, wie man absteigt. Da fliege ich halt noch ein bisschen aufs Maul. Aber sonst, Hilfe, ich mach eigentlich gerne so Versuche, weil eigentlich wollte ich das früher nicht haben. Auch nicht das Surfboard oder wie das heißt. Das Surfboard wollte ich ja früher auch nicht. Nein, ich will kein Pixel-Ding da, was weiß ich. Egal, auf alle Fälle wollte ich ja, früher hätte ich ja so ein Surfboard geschenkt bekommen von meiner Oma. Oh, geil, ein Flugzeug. Das habe ich dann aber dankend abgelehnt, weil ich das echt nicht wollte. Wäre mir noch gefährlicher gewesen. Ja, und dann habe ich ja gesehen, dass es, wollte ich es doch dann haben, das Surfboard, was aber dann nicht mehr, glaube ich, produziert wird, weil ich es da jetzt nicht mehr so oft gesehen habe. Ja, und jetzt habe ich mir doch irgendwann so ein Hoverboard gekauft. Hab gedacht, ich fliege am ersten Tag 300 Mal aufs Maul. Bin aber eigentlich nie aufs Maul geflogen. Ja, und das ist echt mega geil. Das Einzige, was ich noch nicht kann, ist halt richtig absteigen. Das Absteigen kann ich halt auch nicht. Aber jetzt seht ihr es vielleicht. Da. Das ist mein Hoverboard. Mein Hoverboard. Das Ding ist auch, sorry, echt schwer, weil das ja nicht aus Gummi, Plastik besteht. Da ist ja ein Motor drin und noch geiler ist, wie ich euch gesagt habe vorhin, es kann halt, ist geländetauglich. Ja. So. Es ist ja auch geländetauglich, also kannst du damit auch, Hilfe, auch auf dem Gelände mit rumfahren. Also Stock und Stein und was weiß ich allem. Ja, okay, hier auf diese komischen Kopfsteinpflaster, oder wie man diese Steine da nennt, die aussehen wie ein Knochen, ist es halt noch nicht so praktisch zu fahren, wenn man es nicht kann. Deshalb versuche ich auch immer ein bisschen langsamer zu fahren. Aber sonst ganz gut. Ich werde euch nachher nochmal, wenn ich zu Hause bin, genaueres Video zeigen. Genau euch das Board nochmal zeigen. Dann sehen wir uns. Bis später.